eine lange gepflegte Interpretation vom Ende des Römischen Reiches stellt der dekadenten, geradezu morschen römischen Welt die jungen, agilen Germanen gegenüber. Die Hunnen sind in dieser Erzählung meist nur der Stein, der alles ins Rollen brachte. Weitere Bedeutung wird ihnen nicht zugeschrieben. Gerade im 19. Jahrhundert mutierten die Hunnen von einer Geißel Gottes bzw. einem Künder des letzten Tages zu einem Auswuchs des Weltgeistes im hegelschen Sinne. Heute werden so einfache Geschichtserzählungen nicht mehr benötigt. Es ist auch davon auszugehen, dass die Hunnen nicht in den Westen vorgedrungen sind, um ein verfallenes Reich auszubeuten, sondern ganz im Gegenteil, weil es im Römischen Reich ja genug an Geld, Kultur und Zivilisation gab. Sie wollten schlicht Beute machen, ihren Anteil bekommen und kein Reich zerstören, von dem man ja regelmäßig auch Tribut einfordern könnte. In der Spätantike kursierten unterschiedliche Geschichten zur Herkunft der Hunnen. Römische Autoren verbreiten die Überlieferung, eine Hirschkuh habe den jagenden Hunnen den Weg in den Westen Richtung Krim gewiesen. Diese Erzählung, dieses Motiv von einem wegweisenden Tier ist in ganz Eurasien sehr weit verbreitet. Die Goten erzählen sogar, die Hunnen seien Abkommen der Hexen gewesen, die aus ihrer Gemeinschaft verstoßen wurden. Sie entstammten einer Vereinigung mit unreinen Geistern. Kirchenvater Hieronymus erklärte, die Hunnen seien von Alexander dem Großen höchstpersönlich zwischen den Bergen des Kaukasus eingeschlossen worden. Nun habe Gott sie befreit, um die sündigen Menschen zu bestrafen. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Geschehnisse vor 370 bei allen Autoren sehr unklar sind. Auch wenn antike Autoren ein sehr rasches Vordringen der Hunnen schildern, dürften diese Ereignisse mehrere Jahrzehnte auch gedauert haben. Priskos, ein oströmischer Historiker des 5. Jahrhunderts, der auch am Hof Attilas weilte und deshalb eine gute Quelle ist, schildert die frühesten Kontakte der Hunnen mit dem Römischen Reich. Demnach soll der Hauptgrund für diesen Einfall ins Römische Reich eine Hungersnot gewesen sein. Die Hunnen haben dabei zuerst die Wüste durchquert, dann einen See und sind bis zur Mündung des Don gekommen. Von dort drehen sie dann Richtung Süden. 15 Tage später haben sie, nachdem sie den Kaukasus durchquert hatten, den Iran erreicht. Dort wurden sie dann von den Persern zurückgedrängt. Danach wandten sie sich eben Richtung Westen, um mit Rom eine Allianz zu schließen. Der historische Hintergrund dürfte folgender sein. 363 machte sich der Sassanidenkönig Schebur II. Sorgen um die kaukasischen Tore, vor denen im Norden Barbaren stehen. Diese auch Darial-Schlucht genannte Talenge liegt an der Grenze Georgiens zu Russland und war immer von sehr großer strategischer Bedeutung. Diese Darial-Schlucht ist der einzige Weg über den Kaukasus hinweg. Da so den Hunnen der Weg nach Süden versperrt wurde, zogen sie weiter nach Westen. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts erreichten hunnische Stammesangehörige die osteuropäischen Steppengebiete. Die Hunnen, so lässt sich jetzt das auch schon darstellen, kommen aus Zentralasien und standen zuvor mit China, dem Iran, aber auch Indien in Kontakt. Nach antiken Quellen sind die Alanen, die in dieser Zeit gerade zwischen Wolga und Don siedelten, als erstes von den Hunnen angegriffen worden. Die
Alanen selbst stammen ebenfalls aus Zentralasien und gelangten schon im ersten Jahrhundert in diese Region nördlich des Kaspischen Meeres. Sie sind also durchaus schon im Horizont der römischen Welt. Nach anfänglichen Raubzügen Richtung Kleinasien waren die Alanen schließlich in der römischen Armee als Söldner aktiv. Die nun neu auftretenden Hunnen besiegten die Alanen und integrierten einen Teil dieses Volkes. So sind dann am Ende des 4. Jahrhunderts die Hunnen nördlich des Kaukasus und des Schwarzen Meeres präsent. Von dort aus erfolgten Kriegszüge nach Kleinasien, aber auch schon nach Syrien. Antike Autoren, die ausführlich die Brutalität der Hunnen schilderten, berichten von Massen von Gefangenen, die entführt wurden. Ein Teil wird wohl als Haussklaven gebraucht worden sein, die anderen wären aber als unnötige Münder zu stopfen gewesen. Antike Quellen berichten daher schon von Lösegeld, das für sie bezahlt wurde. Ein anderer Teil könnte auch als Sklaven weiterverkauft worden sein.